Ja, am 25. und 26. Juli wird im Kirnitztal groß gefeiert und ich bin jetzt verabredet mit Uwe Thiele im Straßenbahndepot in Bad Schandau. Ja, Herr Thiele, wir haben uns ja hier in einer ganz tollen alten Bahn getroffen. Ja, welche Historie steckt denn hinter diesem Schätzchen hier, will ich es mal bezeichnen? Also diese Bahn wurde 1928 bei MAN in Nürnberg gebaut, damals auf Bestellung der grünitz-stahlbahn ist bis Mitte der 70er Jahre hier im Linieneinsatz gewesen und äh, danach wieder neu restauriert worden Und als besonderes Highlight wurde sie voriges Jahr für den Film Der Vorleser mit Kate Winsley genutzt, entsprechend umgestaltet, nach Görlitz transportiert und wir befinden uns jetzt in der frisch zurücklackierten, ordentlich wieder hergerichteten Bahn, Zustand in etwa von 1928. Ja, und die Gäste, die dann am Wochenende hierher kommen, können diese tolle Bahn natürlich auch selber erleben. Wie haben Sie denn den Fahrplan an das fest angepasst? Also, zum einen haben wir bei der Kirnitstalbahn alles, was Räder hat, unterwegs. Das bedeutet, wir können nur alle 30 Minuten fahren. Mehr gibt die Strecke nicht her, weil es eine eingleisige Strecke ist. Aber wie das Fahrzeug, in dem wir uns befinden, das fährt zusätzlich äh, zu den entsprechenden Abfahrtszeiten der Linienbahn als Verstärkung. Und äh, die anderen historischen Fahrzeuge ebenfalls. Also jeder hat da die Möglichkeit, mal mit diesen Fahrzeugen mitzufahren. Zum anderen haben wir den Busfahrplan der Linie 241 von Bautschandau Bahnhof bis zum Hinterhermsdorf äh, bzw. Ottendorf in Sebnitz auf 30 Minuten verdichtet, so dass es allerbeste ist. Sie kommen gleich ohne PKW günstig mit der S-Bahn aller 30 Minuten. Im Anschluss steht der Bus da und Sie benötigen eigentlich kein Auto, denn das werden Sie hier im Tal auf keinen Fall los. Also kann man ganz entspannt mit den ja, Fahrzeugen hier fahren. Im Straßenbahndepot wird auch einiges los sein. Worauf können sich denn die Gäste hier freuen? Also, wir haben hier zum einen äh, Interessenvereine von anderen Museums, Eisen- und Straßenbahnen. Weiterhin für die Kinder eine Höpfburg, eine Straßenbahnhöpfburg, eine Kletterwand. Für das leibliche Wohl wird gesorgt und äh, dieses Jahr erstmalig und wahrscheinlich einmalig einen Stand der Philatelisten des Bahnsozialwerkes. Die haben eine Sonderbriefmarke anlässlich 111 Jahre Körnitz-Stahlbahn herausgegeben, welche an dem Sonnabend und an dem Sonntag nachmittags mit einer Sonderpostbeförderung, mit einem Ersttagsbrief mit der Straßenbahn, in der wir uns befinden, befördert wird. Also ganz besondere Dinge werden vorbereitet. Seit zwölf Jahren gibt es nun das Fest schon. Sie sind von Anfang an dabei. Was bedeutet es denn für Sie und für die OVPS hier, bei dem Fest mit dabei zu sein und sich jedes Jahr mitzuengagieren? Also das Fest ist ja in erster Linie ein Fest der Gastwürde. Es wurde von den Gastwirten ins Leben gerufen, um irgendwo in der Sommerpause, wo man sonst in den großen Urlaub fährt, hier äh, Leute herzuziehen. Und die ÖVPS ist von Anfang an deswegen dabei, weil wir ganz einfach zwischen den einzelnen Gasthäusern im Körnerstall das verbindende Glied sind. Mit uns können sie, vorausgesetzt, sie haben gleich einen Tagesfahrschein gelöst, praktisch von Gasthaus zu Gasthaus fahren, alle Angebote dort nutzen und anschließend mit uns wieder nach Hause.